哎，我怎么看不见？我是要把屏幕缩小吗？我现在开，哎哎，，YouTube 那你们上已看经了告诉没我吧。有了。YouTube 上有多少了？没法，You 哎，YouTube 上现在已经开始在看了啊，已经在放了啊。Ja, dann lasse ich jetzt mal die Leute rein, ja? Ja. Hey, ciao, warte. Wir sind noch nicht so weit. Ich spiele einfach Loop. Ja, okay. Okay. Wenn alles vorbereitet ist, ich glaube, wir können schon starten. Sag mir Bescheid. Okay. Ja, herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Ich Abend. grüße. Guten Abend. Ja. Und ich kann manche Leute sehen, ich kann manche nicht. Aber auf jeden Fall, ich freue mich, dass ich hier mit meinen Freunden, Freundinnen, meine Doktormutter. Hallo, Frau Borcher. Hallo. Ja, freue mich wirklich, ja, euch hier zu sehen. Ja, ich grüße euch ganz herzlich und ich hoffe auch, ihr immer noch gesund seid. Ich bin Xiao Fu, eine multimediale Komponistin und Organisatorin des heutigen Events. Ich freue mich, euch in dieser Form zu sehen und Frisson Seitenstraße 6 zu präsentieren. Ich werde diesen Abend moderieren und auch diese Gelegenheit so zu Behörde für Kultur und Medien Hamburg für ihre großzügige Unterstützung zu bedanken. Ja, wie ihr seht, ich lese gerade, was habe ich geschrieben, nicht so frei. Ich hoffe, dass nur das
mir klar und ja, hoffentlich danach kann ich mich so total aufregend für heute Abend, weil das die erste Mal für mich so durch Zoom so an der Konzert zu präsentieren. Deswegen sehr aufregend. Aber trotzdem, ich hoffe, alles gut. Und ja, ich lese weiter. Als meine Kollegin und ich vor 5 Jahren diese Konzertreihe gegründet, habe ich wirklich nicht gedacht, dass wir eines Tages so ein Konzert machen, die eine rein digitale Form präsentieren werden. Ja, sogar noch vor einer Woche. Damals habe ich auch vor einer Woche habe ich meine Freundin meine so, wir treffen eigentlich geplant, wir treffen so im Reichtraum, ne? Im Realraum mit Komponistin, mit Videokünstlerin, natürlich auch mit Musik. Wir treffen in der Hochschule, im Multifunktionsraum, machen wir einen Livestream. Aber wie alles weiß, ne, wegen dieser verschärfenden Corona-Maßnahmen seit letztem Mittwoch, müssen wir schnell agieren. Was sollen wir machen? Machen wir weiter Konzert oder was machen wir? Dann haben wir wirklich diese Form gewählt, so eine Interaktivform, so Geschichteform gewählt. Das ist für mich, so wie ich gesagt habe, das ist für mich ein Versuch. Und ich hoffe, Sie oder euch oder ihr kann heute Abend genießen. Und ja, das an einem neuen Format zu gewohnt. Dieses Jahr sind wir Gast, sind Lin Chen. Lin ist schon vorbereitet. Lin, hi. Ja, hallo. Hi, Lin, genau. Das Dago Ensemble Lin Chen, Yuxia, Yu. Ja, hi. Bebe Wang aus London. Bebe ist in London mit uns, ja, in Stream. Und Yang Hong Huang. Yang Hong, wo bist du? Hallo, Yang Hong. Und auch Erman Messied. Erman, hallo. Hallo, alle. Schönen Abend. Ja. Und unsere Komponistin Yijie Wang haben wir auch eine Kompositionsauftrag. Sie hat ein neues Stück für uns geschrieben, aber leider heute konnten wir nur teilweise spielen, kann nicht das ganze Stück spielen. Hallo, ja, Yijie. Und auch unsere Videokünstlerin Janina Luko. Hallo, Janina. Hallo. Ja, hallo, ich freue mich, euch zu sehen. Ja, um euch einen Eindruck von Dagu. Dagu ist ein chinesischer Traum, das ist heute unser Thema. Ne? Heute Dagu, das ist ein chinesischer Traum. Um diese Traum zu vorstellen, spiele ich zuerst ein traditionelles chinesisches Stück, Long Teng Hu Yue. Das bedeutet Dragon's Rising and Tiger's Leaping. Das ist ein traditionelles Stück. Spiele ich zuerst. Thank you.
Wow. Wow. Ja, das ist die eine Stücke von letztes Jahr. Und seit 2015 organisiere ich einmal pro Jahr so ein Seidenstraße-Konzert in Hamburg Resonanzraum. Die Idee ist, aktuelle Musik im Dialog mit Jazz und traditioneller Musik der Seidenstraße, natürlich auch mit multimedialen und visuellen Elementen zu verbinden. Im vergangenen Jahr haben wir wirklich zahlreichen Komponistinnen, Musikerinnen und Videokünstlerinnen aus dem Land der Seidenstraße wie Usbekistan, Türkei, Iran, Russland, Kasachstan, natürlich auch China eingeladen. Ja, zum Beispiel wie die chinesische Komponistin, die Oscar-Träger Tan Dun und auch die kasachische Komponistin Agren Silova, die auch Musikerin Li Nigong, eine sehr gute Sängerin, und auch Asia Fataeva und viel mehr. Und für mich, Lin Chen, ist die wichtige Musikerin für mich. Sie ist jedes Jahr dabei für Seidenstraße und sie ist auch eine sehr gute Freundin für mich. Und nachher, wir arbeiten schon seit fast 10 Jahren zusammen. Sie ist auch die Mitgründerin unserer Konzertreihe, sowie auch die Leiterin des Dagu-Ensemble. Lin, vielleicht jetzt kannst du die Mic übernehmen und dann sprechen wir ein bisschen über dich und über Dagu-Ensemble. Okay, ja, danke, vielen Dank, Xiao. Ja, also erst einmal auch im Konzert als Zuschauer unser Spielen zu sehen, sehr spannend. Ganz andere Gefühl, ja. Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ich bin Lin Chen, Leiterin des Dagu-Ensemble Hamburg. Ich freue mich, euch online begrüßen zu dürfen und wünsche euch einen schönen 4. Advent. Ja, in dieser schwierigen Zeit. Schön, dass unser geplantes Livestream-Konzert heute Abend durch dieses Format gespielt werden kann. Heute bin ich allein in unserem Proberaum mit vielen chinesischen Trommeln, so mit Dagu und mit Paigu und mit Xiaotanggu und mit Gong. Und auch chinesische Becken. Natürlich auch einen Marimba-Form und eine Weber-Form und. Ja, ich liebe es, auf diesen chinesischen Trommeln zu spielen. Ich lebe jetzt zwar in Deutschland, aber meine Wurzeln liegen auch noch immer in der chinesischen Kultur. Ich brauche die Kraft und die Energie, die mir die Trommeln geben. Hier in Deutschland gibt es natürlich auch viele Taiko-Ensemble. Aber warum gibt es kein Dagu-Ensemble? Fragte ich mich immer. Okay, es ist kein Problem. Dann gründe ich eben eins. Im Februar 2019, Yu Xia, auch ein Ensemble-Mitglied. Sie war gerade von China nach Deutschland zurückgekommen. Ich erzählte ihr von meiner Idee. Ich fragte, ob wir chinesischen Trommel in China kaufen und nach Hamburg verschiffen können. Sie meint, ja, es ist möglich, aber wir brauchen noch einen Raum für die Trommeln. Stimmt, viele Trommeln brauchen auch viel Platz. Zum Glück, Xinwei Wang, eine Freundin von uns, konnte uns 2 Räume zur Verfügung stellen. Jetzt sind wir hier. Danke, Xinwei,
Darauf hatte Yu sofort eine chinesische Trommelfirma kontaktiert. 2 Monate später hatten wir unsere chinesische Trommel bekommen. Hurra! Ja, endlich, wir haben unsere Trommeln. Wir fingen an, Konzerte zu spielen. Im September 2019 wurde unser Dagu-Ensemble von Jugendmusikschule Hamburg für ihren Percussion Day im Miralles-Saal eingeladen. Im Oktober 2019 haben wir im Rahmen des Fresh Sound Seidenstraße-Konzerts im Resonanzraum gespielt. Gleich würdet ihr auch ein paar Videos von diesem Konzert sehen können. Sogar im September 2020 haben wir zusammen mit den Dresden Symphoniker an einem großen Open-Air-Projekt Himmel über Police mitgewirkt. Es war ein wirklich sehr, sehr, sehr tolles Erlebnis. In unserer aktuellen Besetzung spielen Xia Yuxia, Yang Honghuang, Bebe Wang, Emma Messi und ich. Außer Bebe Wang haben wir alle an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg in der Klasse von Professor Cornelia Monske studiert. Bebe und ich, wir hatten den gleichen Schlagzeugprofessor in China, Professor Xiao Yuanqing, vom Nanjing Arts Institute. Wir beiden haben schon seit 2016 als Duo in Hamburg und London gemeinsam musiziert. Wegen Corona kann Baby aktuell leider nicht zu uns kommen, aber hoffentlich kann Baby nächstes Jahr schon wieder bei uns sein und gemeinsam mit uns Live-Konzert spielen. Ja, gleich werdet ihr ein Video von mir sehen, das ich auf Paibu gespielt habe. Das Stück heißt Chu Han Contention. Auf chinesischen Namen heißt Chu Han Jue Zhan. Es ist von einem chinesischen Komponist Han Ling Liu komponiert. Es ist ein sehr traditionell chinesisches Trommelstück mit einer großen Spannung und vielen virtuosen Paibu-Spieltechnik. Paibu hat normalerweise 5 oder 6 Trommel in einem Set. Und jede Trommel hat 2 Fellen, wie die Toms. Und wir können die alle auch mit dem Stimmschlüssel umstimmen. Ja, dann viel Spaß! Thank you.
Dankeschön. Danke. Wow, vielen, vielen Dank. Das ist so schnell. Das ist für mich unglaublich, wie Lin hier diese Schläge so schnell bewegen. Das ist unglaublich. War sehr spannungsvoll. Die läuft ja automatisch. Danke dir, Lin. Ja, nächste. Danke, danke dir. Ja? Ja, genau, okay. Wir haben gerade auch ein Video von dich gesehen. Wie hast du mit Lin, na, diese so schwer da transportiert und geöffnet? Na, wie ihr beide das, ja. Vielleicht kannst du auch ein bisschen über dich selbst sprechen oder so. Okay, danke. Ja, mein Name ist Yu Xia. Ich habe auch die Schlaginstrument an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg abgeschlossen. Und vorher habe ich auch die chinesische Nationalschlaginstrument am Central Conservatory of Music in Peking studiert. Aber eines Tages, Lin hat mich gefragt, ob ich mit ihr etwas über chinesische Trommel unternehmen will. Ich fand ja, das ist fantastisch und sagte ja, ich will. Dann kommt jetzt dieser chinesische Trommel-Ensemble. Da sind wir. Dann okay. Danke dir. Cool. Ja, der nächste, der Yijie, ne? Unsere Komponistin. Komponistin, wo bist du? Ja, kannst du? Ich glaube, tut mir leid. Ja, yes? Ja. Okay, ja, Yijie. Hallo. Haben wir auch lange nicht mehr gesehen, ne? Das ist wirklich, nein. Früher treffen wir so, keine Ahnung, fast eine Woche, jede andere Woche, aber jetzt haben wir so lange nicht mehr gesehen. Aber trotzdem schön, dich so zu sehen. Ja, ich freue mich, hier euch zu sehen. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe gerade schon ein paar Leute gesehen, zum Beispiel meine Doktormutter von Borchardt. Ich habe auch sehr lange sie nicht gesehen, aber ich freue mich so sehr, hier sie zu sehen und auch ihren Mann. Und auch ich habe gerade auch Professor Bas Name gesehen, habe ich auch lange nicht der Professor Bas gesehen. Und ich freue mich sehr, hier alle zu sehen. Und ich heiße Yijie Wang, ich komme aus, hallo, so schön, ja. Und ich komme aus China und habe ich in der Hochschule für Musik und Theater Hamburg studiert. Und ich habe Komposition studiert. Ich glaube, mein Kompositionprofessor Peter Michael Hammer ist gerade auch jetzt vor dem Computer, wahrscheinlich bei YouTube, schaut uns unser Konzert auch. Zurzeit ich arbeite als freiberufliche Komponistin in Hamburg, lebe ich immer noch in Hamburg. Und dieses ist auch das erste Mal, dass ich mit Dagu Ensemble zusammenarbeite. Und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Und ich habe dieses Mal ein Stück für dieses Ensemble geschrieben. Und das Stück heißt die Akte Trigramme, also auf Chinesisch. Name heißt der Baguatu. Die Akte Trigramme bedeutet Aktezeichen. Das ist zu die Weissagung, die nennende Symbole, welche die Grundlage des Art chinesischen philosophischen I Ching. Und diesen Namen haben Sie wahrscheinlich schon irgendwo gehört. Und in dieser Aktezeichen, es gibt eine 1:1 Entsprechung zwischen den Richtungen und auch Elemente zu der Aktezeichen. Ich habe dieses Mal einen jemanden gefunden, der kennt sehr gut mit dieser Theorie und er hat mir geholfen, wie meine Instrumente platzieren soll. Das heißt, diese Platzierung aller Instrumente in diesem Stück basiert auf dem Material und auch der Spielweise dieser Instrumente und entsprechenden Positionen in Theorie von diesen acht Zeichen. Aber leider bei dieses Mal wegen dieser kleinen Raumen können wir nicht alles realisieren. Aber nächstes Mal, wenn das richtige Konzert kommt, dann machen wir die richtige Position für jede Instrument. Zum Beispiel bei Norden, wir machen an Träume dort und bei Westen müssen wir einen Gong da stellen. Sowas habe ich einen Plan von jemand bekommen. Und in diesem Stück, es gibt drei Sätze.
Und ich habe immer für einen Satz für eine Gruppe geschrieben. Zum Beispiel der erste Satz habe ich nur für Chinesisch Becken geschrieben. Und die vier Spieler spielen nur Chinesisch Becken, aber mit verschiedenen Größen. Und beim zweiten Satz spielt hauptsächlich Marimba. Und beim dritten Satz, die alle spielen verschiedene Chinesisch Träumen. Und ich hoffe, dass Sie nach dem heutigen Anhören immer noch daran interessiert sind, nächstes Jahr zu unserem weiteren Konzert zu kommen, um das Komplettstück zu hören. Und am Ende wünsche ich Ihnen noch viel Spaß für heute Abend. Ja, sehr gute Werbung für uns, Yijie. Danke dir. Ja, wir spielen jetzt die Teilstück von Yijie.
Danke, Ije. Ja, danke. Sehr schönes Stück. Ich bin wirklich danke. Sehr gespannt. Schade, dieses Jahr nicht singen, aber nächstes Jahr gesprochen ja, haben wir auch an ein richtiges Konzert und hoffentlich alle kann dabei, um deine Stücke zu sehen. Ja. Ja, danke. Die nächste ist Baby. Baby, wo bist du? Baby Wang? Hallo. Hallo, Baby. Ja, hallo. Genau, Baby war schon zweimal bei unserem Seidenstraße-Konzert teilgenommen. Einmal ist 2016, hat Stücke mit Lin zusammen Tandemstücke gespielt. Und auch letztes Jahr auch dabei. Ne? Heute das dritte Mal. Baby, vielleicht kannst du selbst über. Oh, sorry, ja, Baby, ich spreche Englisch. Aber ich glaube, alle können Englisch verstehen. Ja, Baby. Hallo. Sorry, I don't speak any German. I'm really jealous you guys can communicate. I'm a percussionist based in London. I used to study traditional Chinese percussion when I was in China. Then I moved to London to continue exploring different genres of music and playing and collaborate with different artists around. So today, I'm very honored. Thanks Xiao and Lin to invite me to join again because I'm always very lucky to be able to play with Lin and Xiao's concert every year. So the first piece, Leaping Tiger, a Jumping Dragon was performed last year, November. And when I had a very stiff neck, so it was really funny memory, very nice experience to be able to play with everybody in Hamburg. Hamburg is always my favorite city. So again, this year, because thanks to the pandemic, so we won't be able to meet, but very lucky we still be able to play and share music through Zoom. Today, I'm going to perform two pieces. Also, I have a secret guest later joining me. First, I would like to play a traditional Chinese drum. It used to be performed as an ensemble, but when I'm in London, I don't have people to play with me, so I just did a solo version. It's called Rolling Nuts from Shanxi province, where Xiaoyu is from. Xiaoyu is from Shanxi. The Shanxi is the a province full of great percussionists and beautiful traditional Chinese percussion music. So the Rolling Nuts is inspired by the nuts sound in harvest time. So you will hear lots of different type of skew of drum sound on the rim, on the skin. So next, the second piece I'm going to play with Michael Skelton. Mike. Hello, everybody. Mike used to study at SOAS, where I'm teaching Chinese percussion. SOAS is a school of Oriental and Africa study. So he studied percussion with me while joining the silk bamboo ensemble Jiangnan Sizhu at SOAS. So he also plays string instrument called Sanxian. So the second piece, I'm going to play a very traditional piece from Henan province called Da Qi Ban. So I will let Mike to introduce his piece, please. Hi, everybody. It's really lovely to be here. I have a short introduction about the piece that we're going to play together in a little while. I'm going to be playing it on a sanxian, a three-stringed Chinese instrument. And you might think, why are you playing a string instrument? Shouldn't this be a drum concert? Well, actually, interestingly, in the deep depth of ancient times, this was a drum. It was a drum held up very high above your head, and it had two little strings, and you would kind of spin it and make a sound. And then some very smart person decided to put strings on it. Nowadays it's made out of snake skin and you have three strings and it's quite a large instrument and it's been a bit of a pain to learn how to play, but it's a lovely sound and I really enjoy it. Yeah, a lot of people know shamisen from Japan and this is the grandfather of shamisen.
So. Yeah, exactly. Yeah. And the piece is called Da Qi Ban. It's from Henan province. It's from a style of music which is played before the Henan opera. So it's kind of quite a lively piece. The point is to kind of set the mood, set the excitement, and kind of get the audience ready for what's to come. So I hope we can live up to that and that you'll enjoy the piece. Yeah, hopefully enjoy. Just quiet. You know, I come from Henan. Oh, this is my hometown. Yes, I'm really. Oh, nice. I played really heavy. Yu's hometown and the second piece from Xiao's hometown. That's a cool, beautiful connection. Yeah, I'm looking forward to it. Okay.贝贝 yeah. 你要点一下那个 share sound， 可能别人听见声音，你再看一下你分享的什么。 Yeah. Now the second piece, right? Yes. Thank you.
Wow, sehr, very, very Henan. Ja, very, very Henan, ich freue mich. Cool. Thank you very much. Yeah, and now I'm a English guy. But it's so cool, so weird, really weird. You off you play so on Henan music. I mean, it's really cool. Yeah, thank you so much. And now I will play a piece from last year too. Oh, I will translate to German. I mean, ich spiele jetzt noch ein weiteres Stück von Baby und Lin von letztes Jahr. Das, ja, schauen wir mal. Thank you.
Sorry, I don't know. Ich weiß nicht, ich habe gerade die, ja. Das Stückname ist A Bullfighter with a Tiger. Das sind zwei Frauen, eine ist der Tiger, eine ist der Ring, sagen wir so, Ring, oder Kuh oder so. Ja, wie die beiden miteinander kämpft. Sehr cool Stück, ja. Und der nächste ist Janina, unsere Videokünstlerin. Janina Luko. Hallo. Yeah, I'm Janina Luko and I'm a cross-media artist from Hamburg. So today we are doing a live stream. It's not the same as playing like playing at a live concert. So, but I think we are doing our best. My piece was planned as a live generated projection with Zhao. But due to the situation, we have not been able to rehearse. So I had to change my concept. So for today, I rearranged my work for the Russian composer Sofia Gubaidulina from last year's Seidenstraße, but I mixed with sounds of the Dagu ensemble. So, ciao, you can play it. Okay. Thank you.
Ja, Nina, danke für die tolle Visual. Super. Ja, nächstes Jahr werden wir auch live sehen. Auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr drauf. Ja. Mit euch allen zusammen. Ja, will es auch. Ja, nächste Yang Hong Huang. Das ist unsere Dagu-Mitglied. Wo bist du, Yang Hong? Ich kann dich nicht sehen. Ja, du musst deinem Mike, unmute. Hallo. Okay, ja, spreche ein bisschen über dich selbst, oder? Okay, ich heiße Yang Hong, komme aus Taiwan und ich habe eigentlich nur Klassik-Schlagzeug gelernt in meinem Leben und Lin hat mich eingeladen zum Dagu Ensemble. Zusammen Konzert spielen und ich finde dieses Instrument echt sehr cool, interessant, viel Energie braucht und ja, ich muss auch viel lernen in diesem Ensemble, ja. Ja, aber warst du sehr, sehr gut. Haben wir alles so dein Spiel gesehen, ne? Deine so wunderbare so Spielen für Dagu. Wirklich sehr, sehr gut. Danke. Und die letzte Mitglied, ne? Die letzte Mitglied, Erman Misid aus Türkei. Hello, everybody. Ich kann dich auch nicht sehen. Ich bin hier. Cool. Darf ich das auf Englisch machen? Ah, klar, natürlich. Kannst du alles machen. Alles? Okay. So, hello everybody. I hope you are having a great, great night. I'm here in the percussion room in Hamburg Musikhochschule at the moment. Not so far from you. And yes, I am really happy that Lin actually invited me to this Dagu Ensemble for this last project. And I actually explored many sounds and instruments that I wouldn't imagine. And the tradition of China music as well, which is really interesting and deep and a lot of energy and sport and fun. And I'm really thankful for everybody that made this organization happen as well. And I hope you're having fun. Thank you. And I know you will play a dabuka tonight. Yes, I right? did. I did a little video that I'm improvising on dabuka. Improvising means that I am not having any structure or form. Actually, I'm having a structure, but that whatever comes from my heart and brain is logically going to my hands and I'm pronouncing it with my language. So I hope you will have fun with it. Okay. Yeah. Let's hear it. Thank you. Thank you. Thank you.
Ja, bravo, danke dir. Danke. Und dann bis nächstes Jahr. Das letzte Stück. Nächstes Stück sind von mir. So wie ich sagte, ich bin auch eine Komponistin. Ich lebe seit 2009 in Deutschland und habe meine Master auch hier in HFMT gemacht. Und ich bin jetzt dabei, hoffentlich das wirklich die letzte Schritt, meine Promotion abzuschließen. Und das Stück Random für Tonband und Dago Ensemble ist ein neues Stück für Dago Ensemble gemacht, geschrieben. Random, also eigentlich das bedeutet Roter Beta auf Schweizdeutsch. Ich benutze es als ein Wortspiel für die englische Wort Random. In diesem Stück habe ich mit einer Hilfe eines Computers, dass die erste Stück, die traditionelle chinesische Stück, das was du heute Abend gerade die erste Stück gehört, ist aber das traditionelle chinesische Stück so zerfahrt und auch nach die zerlegt und nach die Zufallprinzip neu kombiniert. Ja, das hört man gar nicht die Originalstücke an, das ist eine total neu. Ja, das ist eigentlich, was bedeutet das? Das bedeutet für mich so wie unser rechtes Leben. Ja, plötzlich ist man mit dem Ergebnis von Zufall konfrontiert und man weiß nicht, wie es da weitergeht. So die Chaosforscher sprechen vom Butterfly-Effekt. Das sagen wir jetzt heute so, eine kleine Venus an der Weg in die Welt und bestimmt die globale Politik an das ganze Jahr. Wir haben das Stück auch, so wie ich das Stück, beim Probe einen kleinen Teil aufgenommen und auch selber die ganze Komposition könnt ihr nächstes Jahr hören. Ja, die letzte Teil ist von die, ja, wie gesagt, die traditionelle chinesische Musik und habe nur neu kombiniert. Die letzte Stücke von heute ist das ein Stück mit Tanz. Ja, außer Dago arbeite ich auch gerne, sehr gerne mit Tanz. Für mich gibt es auch eine Ähnlichkeit zwischen die beiden Formen, da die beiden sehr vom Körper bestimmt sind. Und für unsere Konzerte nächstes Jahr habe ich auch für Tanzperformance mitgeplant. Die letzte Stück, der Name ist Amnesia, ist auch von Lin Chen und auch
and a very beautiful Americanish ballet dancer, Sarah Esser.
Wow, Lin, danke dir. Ja, das war's für heute Abend. Ja, vielen Dank für die Zuschauer. Und wie gesagt, das ist die erste Mal Versuch für uns, mit dieser Form zu präsentieren. Beim Konzert oder bei dieser Veranstaltung hat bestimmt ziemlich viele Probleme, so wie manche Stelle gibt keinen Sound oder ich vergesse immer meine Mic zu mute. Wahrscheinlich das ist auch ein bisschen so nervig oder so, aber wie gesagt, wir try our best und hoffentlich nächstes Jahr, ja bestimmt, nächstes Jahr können wir alle live zu sehen. Ja, Dankeschön. Das war's von mir und ja, wir müssen danke, noch etwas sagen, ja. Oder? Ich würde gerne auch danke sagen. Ja, das, ich weiß nicht, ob ihr euch mich hört. Ja, gut. Ja, also das ist unglaublich. Das ist, wir haben trotzdem dieses Mal online zusammen etwas zusammen gemacht. Und da ich möchte gerne auch Xiao und Izie, unsere tolle Komponistin, für unser Ensemble so tolle Stücke geschrieben, also bedanken. Und natürlich auch Yuxia, Yang Hong und Elman, Baby natürlich. Also ich danke euch. Also ohne euch gibt es kein Dagu-Ensemble. Vielen Dank. Tschüss. Okay, dann und tschüss. Ich wünsche euch alle auf gesund bleiben. Tschüss. Genau, gesund bleiben. Ganz toll. Ja, durchhalten. Ja, danke. Danke. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Bis nächstes Jahr. Ja, alles Gute. Alles Gute. Gute Rutsch, ne? Ciao. Ja. Ja, na dann machen wir auch Schluss, ne? Okay, sehr gut. Okay. Tschüss. 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 Danke, vielen Dank. Vielen Dankeschön. Dank. Danke. Danke dir. Danke, Lin. Danke. Oh, danke, Wu Lao Shi. Oh ja, so, Wu Lao Shi, 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 Wu 谢谢吴老师。谢谢吴老师。谢谢。OK, then